Leute, ich kann nicht mehr. Seit Monaten suche ich jetzt diese bescheuerten Silos und ich finde sie einfach nicht. Wo sind die Silos? Habt ihr die Silos mittlerweile? Stehen die Silos eigentlich auch hier? Mit den inzwischen bundesweit bekannten Silos. Überall Silos. Sie verfolgen mich auf Schritt und Tritt. Auch das Bundeskriminalamt hat sich nun ein... Schon die alten Ägypter waren sich der Vorzüge der Silos bewusst. Sie versorgten Pyramiden und Sphinx somit Streu. Das possierliche neugeborene Silo wagt einen ersten Blick in die neue Welt. Noch... Diese kürzlich entdeckten Originalaufnahmen belegen, die Amerikaner waren doch nicht die Ersten auf dem Mond. Christian, hast du jetzt endlich die Silos gefunden? Leute, ich kann nicht mehr. Was bisher geschah? Bei YouTube gibt es wahnsinnig überdrehte und nervige Werbeclips, wie zum Beispiel diesen hier. Nur das Beste. 50.000 Euro Auto, 10.000 Euro Uhr. Was will man mehr? Ich brauche nie wieder arbeiten. Ich habe mich gefragt, wer oder was steckt eigentlich hinter diesen Clips und herausgefunden, dass es um Trading geht, das hochriskant ist und für Privatanleger ohne Erfahrung eigentlich überhaupt nicht geeignet ist. Trading heißt in diesem Fall spekulieren oder wetten auf Kursentwicklung, mit der großen Gefahr, daneben zu liegen. Ich habe mit solchen Geschäften 36.000 Euro verloren. Ich wollte einfach ein schnelles Geld machen. Das war Dummheit. Und deshalb haben wir uns gefragt, wer steckt eigentlich hinter diesen Gruppen? Wer betreibt diese WhatsApp-Gruppen? Es ist sehr schwer, an sie heranzukommen. Klar ist nur, sie wollen das schnelle Geld und sie nehmen offenbar keine Rücksicht auf euch, wenn ihr Geld anlegt. Um sie zu finden, hatten wir das Werbevideo sehr genau analysiert, bis ins allerletzte Detail. Knietiefe Recherche also. Und zwar gibt es in dem Video ganz markant hier im Hintergrund Silos zu sehen. Und diese Silos sind so markant, dass wir uns gedacht haben, ja, vielleicht kann man anhand dieser Silos rausfinden, wo das Video gedreht wurde und hat so dann einen Hinweis darauf, wer die Leute sind. So dass man da hinfahren kann und vielleicht einfach fragen kann, kennt ihr das Video, kennt ihr die Leute? Das eigentlich Schlimme ist, wir haben die Silos immer noch nicht gefunden. Ey, was haben wir nicht alles gemacht, um diese bescheuerten Silos zu finden? Ja, stimmt. Das war irgendwie das mit den Mülleimerdeckeln, die waren blau. Und da haben wir irgendwie geguckt, in welchen Landkreisen gibt es blaue Deckel. Oder über die Post, dass irgendwie vielleicht die Briefzusteller das irgendwie wissen, weil die den müssen den Ort ja kennen. Ja, wir haben alle Silo-Hersteller angefragt, die es in Deutschland gibt. Wir haben die Gewerkschaft der Straßenmeister gebeten, das an alle Mitglieder zu schicken. Vielleicht kennt das jemand, weil in diesen Silos offenbar Streusalz gelagert werden soll. Ja, die verzweifelte Aktion war ja dann noch über den Schatten, den Winkel, den Sonnenstand, wollten wir irgendwie auch gucken, stimmt, wo ja in Deutschland das vielleicht sein könnte. Also, ich habe hier diese relativ markanten Schatten gesehen und dachte, wir wissen ja die Uhrzeit von dieser Uhr. Mhm. Könnte man nicht anhand der genauen Uhrzeit, die man hat, und der genauen, des genauen Schattenwinkels, könnte man nicht daran ausrechnen, den Breitengrad innerhalb Deutschlands, wo das okay ist. Wenn man die aber eingibt in so ein Tool, dann ist aber sozusagen der Bereich, der rauskommt, so Süddeutschland bis Mitteldeutschland. Okay. Und je nachdem, wenn man noch mehr Fehlertoleranz einräumt, kann es eigentlich überall in Deutschland sein. War halt ein Versuch. Ich glaube, die Silos leben alle. Wo die Silos sind? Ey, sind die Silos mittlerweile gefunden? Sie verstecken sich in den Silos. Wir haben schnell gemerkt, die Silos lassen euch einfach keine Ruhe. Unter jedem neuen STRG-F-Video unfassbar viele Kommentare dazu. Und weil wir euch nicht enttäuschen wollen, suchen wir weiter. Ganz strategisch bei Google Maps markieren alle Bereiche, die schon abgesucht sind. Warum wir die Silos ursprünglich überhaupt gesucht haben? Wir wollten Julian finden. Hier, den Typ, der angeblich so reich geworden ist über diese WhatsApp-Gruppe. Über 7 Millionen Views hatte dieses Werbevideo. 65.000 Euro! Fuck! Geil! Und über Julian wollten wir die Hintermänner, also die diese Gruppe betreiben, finden. Wie ihr in der ersten Folge gesehen habt, haben wir die tatsächlich gefunden und die kamen mit diesen Masken zu dem Interview. Das Interessante ist, wir sind relativ sicher, obwohl wir ihre Gesichter nicht gesehen haben, dass das nicht der Julian aus dem Video war. Das waren irgendwelche anderen Typen. Das heißt, wir haben bis heute Julian nicht gefunden.
Und mit dem mal zu sprechen, das wäre ziemlich geil. Wenn man ehrlich ist, ist das ein bisschen interessanter, als die Silos zu finden. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, diese bescheuerten Silos suchen wir eigentlich nur, weil ihr in den Kommentaren so hart genervt habt. Willst du auch ein Silo? Was? Ob du einen Kaffee möchtest? Oh. Christian, hast du jetzt endlich die Silos gefunden? Kurz vor dem völligen Wahnsinn eine neue Hoffnung. Leute, ich bin gerade unterwegs, aber es ist was mega Krasses passiert. Ein Zuschauer, ein von Chong F, also jemand von euch, hat mir eine E-Mail geschickt und hat gesagt, ich weiß, wo die Silos sind. Ich habe das einmal verglichen, dieses Foto, mit dem Originalvideo. Und leider muss ich sagen, auf den ersten Blick, ich fürchte, leider ist es das doch nicht. Denn wenn man genau hinguckt, das kleinere Silo von den beiden, das ist zu kurz. Das ist nicht lang genug, das ist nicht hoch genug. Das sind definitiv nicht diese richtigen Silos. Kurz bevor ich die Suche endgültig aufgebe, wird das ganze Thema meiner Recherche hochpolitisch. Die ESMA, die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, beschließt, das CFD-Trading stark einzuschränken. Der Grund dafür? Die meisten Kleinanleger machen mit CFD-Trading Verluste. Nicht selten sind das fünfstellige Summen. Und wichtige Hinweise auf die Wege des Geldes können eben auch banale Silos geben. Deshalb ist das, was nun folgt, für euch und für uns nichts weniger als eine Breaking News. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen die laufende Sendung für folgende Eilmeldung. Die Silos sind gefunden. Menschen strömen offenbar nach draußen und lassen ihrer Freude spontan freien Lauf. Fremde liegen sich in den Armen. Wir sehen Bilder von Autokorsos. Szenen wie nach dem Gewinn einer Fußball-Weltmeisterschaft. Historische Szenen. Yeah, Leute, die Silos sind gefunden. Ich bin so froh. Das Geile ist aber, wie wir die gefunden haben, das ist so richtig unspektakulär. Und zwar hat jemand von euch bei YouTube in die Kommentare einfach die Adresse gepostet, weil er wusste, wo die sind. Und kein Mensch hat diesen Kommentar gesehen. Der stand zwei Tage einfach da bei YouTube. Und ich war in der Zeit im Urlaub und habe abends zufälligerweise geguckt, was es für neue Kommentare unter dem Video gibt. Da sind die beiden Silos. Ich gehe mal auf 3D, dann sieht man es ein bisschen besser. Hier. Das sind die beiden Silos und das ist die Mauer, vor der das Auto stand. Okay, ich habe jetzt natürlich mega Bock, direkt zu den Silos zu fahren. Ich bin richtig gespannt. Bevor das aber gleich losgeht, gibt es noch eine andere wichtige Sache zu erledigen. Wir haben nämlich einen Hinweis bekommen, wer Julian ist. Nur das Beste. 50.000 Euro Auto. Ich brauche nie wieder arbeiten. 65.000 Euro. Fuck, geil. Die Recherche führt uns in die südlichste Großstadt Deutschlands, nach Freiburg. Werden wir Julian hier finden? Einer von euch hat uns geschrieben, dass er den kenne von früher und dass er in Wirklichkeit Schauspieler und Model sei. Vermutlich wohnt er hier irgendwo im Großraum Freiburg und wir versuchen, den jetzt mal zu finden. Tamino Burg heißt er. Er ist Schauspieler und Model. So jemanden kann man buchen. Und das haben die CFD-Trading-Typen offenbar auch gemacht.
Okay, Leute, Sensation. Ich habe mit ihm gesprochen. Und er gibt uns um 13 Uhr in der Mittagspause ein Interview. Juhu! Er ist total netter, sympathischer Typ und hat gleich gesagt, dass er Schauspieler sei und der das Video einfach nur gemacht hat, um damit Kohle zu verdienen, so als Profi-Schauspieler quasi. Und voll viele Leute ihn gefragt hätten, hey, was machst du für einen Scheiß, warum machst du so einen Quatsch und so weiter. So, jetzt bin ich gespannt, was er gleich uns zu sagen hat. Hi, Tamino. Hi, super, dass es klappt. Hi. Ja, klar, gerne. Voll gut. Hi, grüß dich. Nur das Beste. 50.000 Euro Auto, 10.000 Euro Uhr. Und wie lief das ab? Kannst du das mal erzählen? Also ich war etwas überrascht. Ich dachte, es wäre so ein bisschen so schon eine kleine Filmcrew am Set oder so. Und dann kam ich da hin und dann war noch gar niemand da. Vor allem war ein Treffpunkt. Und dann kamen die aber irgendwann mal. Haben mit einem dicken Auto angefahren und hatten nur Handys als Kamera. Ja, da dachte ich auch, okay, ja gut, also was machen wir, was wollt ihr? Und dann haben wir komplett ohne Skript oder so, haben wir einfach angefangen. Mir wurde dann gesagt, ja, ein paar Impulse reingegeben. Und ja, dann dachte ich, okay, wie soll ich das spielen? Ja, was wollt ihr von mir? Und dann hieß es, ja, macht es einfach so ein bisschen so reißerisch und ein bisschen, ja, vom Niveau her ein bisschen weiter, ja, so etwas anders. Und dann dachte ich, okay, gut, dann spiele ich halt mal so ein bisschen so ein Idioten, sage ich jetzt mal, der da halt drauf reinfallen könnte auf sowas oder das halt irgendwie geil findet. Also, ja, ich und war irgendwie ganz lustig, das mal zu spielen. Ja. Dann kam wahrscheinlich irgendwann der Tag, wo du das fertige Video mal gesehen hast. Ja, da habe ich ganz schön gelacht erstmal und dachte so, oh je. Aber ja, wie gesagt, ich habe mir das etwas anders vorgestellt. Ich wusste auch gar nichts von so einer WhatsApp-Gruppe oder so. Mich haben dann auch ganz viele Leute angeschrieben und gefragt, ja, auch Familie und Freunde und so, was ist mit dir los? Hey, du bist ganz anders auf einmal und was, hast du jetzt wirklich so viel Geld dadurch und so? Und ich gesagt, nein, Quatsch, das ist doch nur eine Rolle, ich habe nur gespielt, ja. Und dieses Trading ist eben hochspekulativ. Also im Prinzip kann man damit auch sehr viel Geld verlieren. Ich wusste auch gar nicht, dass das über YouTube gesendet werden soll, ja. Da muss man vorher auch erstmal gucken, ja, was gibt es da wirklich für eine Online-Präsenz von denen, ja, eine WhatsApp-Gruppe. Da würde ich niemals meine Nummer hingeben oder so. Ja. Das tut mir natürlich echt leid, dass das manche Leute dann gedacht haben, super, ja, er hat wirklich damit Geld verdient, aber Leute, ich bin nur Schauspieler und das war ein Job. Und ja, da einfach gut aufpassen bei sowas. Ja. Ich wollte euch da nichts irgendwie Böses oder so, das müsst ihr mir glauben. Ich habe, wie gesagt, einfach nur meinen Job als Schauspieler gemacht. Und den Weg, den Tamino damals zum Dreh genommen hat, den nehmen wir jetzt auch. Der große Tag ist gekommen. Unser Riesentraum soll wahr werden. Wir sind auf dem Weg zu den Silos. Yeah! Und ich muss gestehen, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Wir sind zwar sehr sicher, dass das die Silos sind, aber das glaube ich erst, wenn ich das mit eigenen Augen gesehen habe. So aufgeregt. Wir sind in der Nähe von Stuttgart. Herausfinden, wo genau, das ist jetzt eure Challenge. Oh. Jetzt sind wir gleich da, Leute. Hier, ja, hier vorne rechts, da, wir müssen, glaube ich, hier rechts abbiegen, ne? Ja, genau. Bamberg müsste jetzt eigentlich dahinter sein. Das ist da doch. Da. Ja, ich muss da sein. Oh nein, ich habe eine ganz böse Vermutung. Was denn? Da, wo der Hörmann jetzt steht. Dieses Gebäude, da müssten die eigentlich sein. Nee. Okay, ich bin gespannt. Da sehe ich ein Silo. Ja. Das ist es. Das ist das dritte. Ja. Da sind sie, die beiden anderen. Da, siehst du den, den blauen. Ja, hier ist es. Da sind sie. Yes. Geil. We are the champions, my friend. Die Silos. So sieht das hier aus. Ach, krass. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt, ja, ehrlich gesagt. Das habe ich mir echt ganz anders vorgestellt. Hier ist die Wand. Aber es steht ein anderes Auto da jetzt. Hier, da ist es. Alter. Da ist das Schild. Hier ist das Tor. Boah. Da sind die Mülltonnen mit den blauen Deckeln. Stimmt.
Ich glaube, hier so stehen, oder? Hier, und hier ist die Straßenmeisterei. Steigen einmal aus, oder? Ich würde sagen, ja. Ja! Ey, das sind die bescheuerten Silos. Ey, wie viele Wochen haben wir mit dem Scheiß zugebracht, ey? Das ist der Leichenwagen. Der Witz ist nämlich, dieses Gebäude, was wir immer für eine Straßenmeisterei gehalten haben, ist in Wirklichkeit ein Krematorium. Oh Mann, ich bin so froh, dass wir sie gefunden haben. Ich hatte so keine Lust mehr zum Schluss. Das ist das Teil, wo wir versucht haben, den Sonnenwinkel auszurechnen anhand des Schattenwurfs. Und dieses Schild, das habe ich ja Ewigkeiten untersucht, in welchen Ländern es dieses Schild gibt. Weil wir dachten, vielleicht ist es auch in der Schweiz oder in Österreich gedreht. Aber das mit diesen zwei weißen Pfeilen, das gibt es offenbar nur in Deutschland. Hat er noch da? Bist du bereit? Ja. Hast du deinen Text? Ja. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab die Silos gefunden! Ja! Ich brauch nie wieder arbeiten. Ich brauch nie wieder arbeiten! Fuck geil! Fuck geil! Mal sehen, ob die Leute vom Bauhof schon wissen, wie berühmt ihre Silos sind. Ich habe eine interessante Nachricht für euch. Euer Bauhof ist bundesweit bekannt. Millionen Menschen kennen euren Bauhof. Und zwar gibt es ein Video bei YouTube, das viele Millionen Leute angeguckt haben. Ja, na, würdet ihr jetzt in ganz Deutschland umeinander und sucht den Bauhof? Ja. Nur uns. Ist ja der Hammer. Nur uns. Ja. Auf jeden Fall haben wir einen riesen Aufwand betrieben. Wir haben mit allen Silo-Herstellern, die es in Deutschland gibt, gesprochen. Dann haben wir herausgefunden, dass da offensichtlich Streusalz drin gelagert wird. Stimmt das? Ja. Und in allen dreien auch? Ja, aber jetzt habe ich mal eine Frage. Ja. Entweder bist du Student oder was ist wirklich? Ja, ich bin tatsächlich schon alles, ja. Hat damit nichts zu tun. Ja. Und jetzt der größte aller Momente. Ich steige mit euch auf Siegertreppchen. Eher sogar stellvertretend für euch, denn ihr habt Julian und die Silos gefunden. Das sind eure beiden Pokale. Silos gefunden, Mission erfüllt, yeah! Wer weiß aber, was sich sonst noch alles in den Silos versteckt? Vielleicht der Heilige Gral, das Bernsteinzimmer, geklaute Fahrräder oder sogar gesuchte RAF-Terroristen. Wenn du all das nicht verpassen willst, dann abonniere STRG F. Ich sage Tschüss.